Ey, Digga, du mit deinem geilen Karo-Sakko hier, was glotzt du so blöd? Willst du eine gepfeffert haben oder was? Hier, komm her, du, ich schmeiß dich in den Müll. So, genug Randale gemacht. Willkommen zurück zu Yakuza. Zero ist das und ich muss zum Kazama Family Office. Das ist die Straße runter, würde ich mal sagen. Da können wir hier schön mal nächtens mitten durch die, Oh, was ist hier? Action! Die wollen wirklich Action haben. Können sie haben. Ja, es tut mir leid. Ich bin hier direkt in den ersten Kampf gelaufen. Aber so ist das halt bei Yakuza. Da kommst du nicht einfach mal ans andere Ende der Straße, um dich mit drei Gruppen aus Vollidioten zu prügeln. Die dir nur 50.000 Yen dalassen. Was natürlich ein Witz ist. Ja, für 50.000 Yen stehe ich morgens nicht mal auf. Dankeschön. Ja, deswegen konnte ich gar keine proper Einleitung hier machen. Ich bin immer noch Dennis und wir müssen den Mord an einem mir völlig egalen Typen, der Schulden hatte, aufklären. Für den wir nicht verantwortlich sind. Aber für den wir ins Gefängnis gehen sollen. Darauf habe ich gar keinen Bock. Deswegen reden wir jetzt mal mit... Ist das hier? Mit dem Chef. Mit meinem Chef. So. Und da ist auch mein, ja, bester Kumpel, mein Bruder im Geiste. Was das geil ist! Das sind ja Ramen mit einer Melone. Das war ja völlig verrückt. Also der Rest war ganz normal. Fleisch, Nudeln, Ei, Gemüse. Aber da war eine Melone drin. Das ist ja total crazy. Was man hier noch alles lernt. Ich habe gute Zeit gemacht. Das stimmt. Manchmal muss man einfach Sachen nur wörtlich übersetzen. Dann wird es gleich lustiger. Also dieser Kashiwagi, der Typ hier, scheint die rechte Hand zu sein von Kazama. Glaube ich. Also von unserem Ziehvater. Und einem der Mafia-Oberen. Glaubt mir, es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir das alles verstanden haben. Ah, den können wir uns merken, der hat eine fette Narbe. Das ist sehr gut. Captain of the Kazama Family. Also der Captain ist sozusagen immer die rechte Hand des Oberbosses. Und die Lieutenants sind die Untergebenen des Captains. Also, so kann man sich das mal so ein bisschen vorstellen. Eine Befehlspyramide. Das ist korrekt. Auch das ist korrekt. Ich wurde reingelegt. Könnt ihr das bitte in einer Schwarzblende machen? Denn ich weiß das ja alles schon. Dankeschön. Das Spiel ist sehr gesprächig und fast schon schwatzhaft, aber manchmal macht es Dinge sinnvoll. Ja, wir wussten von dem ganzen Grundstücksding nichts bisher. Das ist alles neu. Weißt du denn mehr darüber? Okay, also es gibt ein Stadtentwicklungsprojekt, das genau dieses Gebiet dort mit benötigt, dass da gebaut werden kann. Das haben wir uns ja auch schon gedacht. Okay, also die umliegenden Gebäude, die gehören schon teilweise den Lieutenants oder eben Mitgliedern der Mafia. Aber eben dieses kleine Stückchen Land, das hat bisher keiner gekriegt. Und erst wenn das dann auch mit dabei ist in dem Paket, dann kann man es halt verkaufen. Für dieses Stadtentwicklungsprojekt.
Ja, scheiße, okay, also da hängt auch schon eine Menge Geld drin, weil die haben die letzten Monate und vielleicht sogar Jahre schon eine Menge Gebäude dort und Grundstücke gekauft. Und das Geld ist natürlich vergleichsweise weg, so halbwegs, wenn dieses Stück hier nicht dazu kommt. Eine Milliarde Yen, oi. Das ist nicht so wenig. Für so einen scheiß Hinterhof vor allen Dingen. Muss ja auch mal bedenken, was das da ist. Wir reden von krassen Immobilienpreisen in München oder in Berlin. Aber ich meine, das ist ja eine Billion Yen. Also eine Milliarde Yen. Plus noch das ganze Geld, was in die umliegenden Gebäude geflossen ist. Okay, genau. Unser Chef hier soll ja Informationen haben, der sitzt ja aber im Gefängnis, also wie sollen wir da rankommen? Okay, also er weiß es auch nicht. So, deswegen wollten die deswegen, dass ich ins Gefängnis gehe? Damit ich den dann das aus ihm rausbekomme? Das wäre ja krass. Muss ich noch ins Gefängnis? Weil sonst anders kommen wir doch da gar nicht ran an die Info. Wir wollen die doch bestimmt auch haben. Okay, also das dürfen wir. Das müssen wir verhindern, weil wir haben uns jetzt ja mit Kuse angelegt und wenn der neue Chef der ganzen Familie wird, der neue Pate, dann sind wir natürlich, ich sag mal, neudeutsch würde man sagen, gefickt. Und Kasama, der sonst seine schützende Hand über uns halten würde, genau der Kollege da, der ist im Gefängnis, das heißt, der kann uns gerade nicht helfen. Ja, sag mal, ein Streit um 10 Millionen Euro, da möchte man nicht dazwischen geraten, ne? Oh, ein ehemaliger Yakuza ist eine typische Bezeichnung für einen Selbstmörder, der auf der Straße lebt. Also sprich, ehemalige Yakuza gibt's quasi nicht. Zumindest ist niemand erfolgreich ehemaliger Yakuza. Okay, also wir können uns nicht gegen mit Kuse anlegen, weil er zu mächtig ist. Das wird nix. Genau, und die Arschlöcher in der Familie, die unseren Kasama-Boss hier raushaben wollen aus dem Clan. Die hätten jetzt allen Grund, ihn rauszuwerfen, sozusagen ihn rauszuschmeißen, wirklich. Wenn wir jetzt irgendwie falsch handeln, uns mit ihnen anlegen. Also eigentlich müssen wir tun, was sie sagen. Eigentlich haben wir keine so richtige Wahl. Ab ins Gefängnis, würde ich mal sagen. Ne? Also gehe ich jetzt in den Knast oder was? Cool. Wusste ich gar nicht, dass das Spiel jetzt vielleicht sogar im Knast spielt. Es wirkt ja so, als wäre jetzt mal ein Kapitel irgendwie im Gefängnis. Ach du Scheiße, was für eine dumme Idee. Okay, also doch nicht ins Gefängnis, sondern Dummheit regiert. Das wird doch nichts. Okay,
それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか杯返す先はクゼじゃねえ堂島組長だそれにまだ殺されると決まったわけじゃねえ車回してくれ錦これから組の事務所に行くふざけんなってお前やけになってるだけじゃねえかうるせえ他に手はねえんだこのまま指くわえて見てるわけにはいかねえやめろキリ錦山の言ってることは正しい正しいかどうかなんてどうでもいい所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端者です俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります、Hallo. Contenance. 俺の言うことが聞けねえのか？ああ、キリュウ。ええ。たとえ風間のおやっさんが止めたとしても、俺は行きます。こんな。バカ野郎！ Aua. Das wird ihm eine Lektion sein.Harry, hol den Wagen. Mehr bist du jetzt hier nicht für mich, der Chauffeur. Na gut, komm, also ab zum Headquarter, da war ich doch eben erst. Und da dann den Mitgliederausweis zurückgeben. Das wird wahrscheinlich echt ziemlich problematisch. Ich glaube, es ist, es gibt nur eine Sache, wo es schwerer ist rauszukommen, als aus der Yakuza, nämlich aus einem Fitnesscenter, aus einem Abo fürs Fitnesscenter. Also ihr wisst ungefähr, in welchem Ballpark wir uns hier befinden. Das ist also wirklich problematisch, was ich vorhab. Warte. Wo ist hier Speicher? Hier war doch irgendwo eine Tefillon-Zelle. Ne, wo ist sie denn? Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, die sah so unscheinbar aus. Das war gar keine richtige Telefonzelle, sondern mehr so ein Telefon einfach nur, ohne Zelle. So, wo ist das Auto? Da. Auf geht's, Bro. I'm so fucking ready. Ich sollte mich ja eigentlich auch zu der Zeit jetzt abends schon längst der Polizei gestellt haben. Habe ich nicht gemacht, das heißt, sowieso alles falsch gelaufen. Auf in die Höhle der Löwen. Und ich meine damit nicht die Vox Show. Ich habe nämlich nicht vor, ein Geschäft zu gründen und mir Investitionskapital zu holen. Oh Gott. Krasse Rückblende ins Sonnenblumenwaisenhaus. Ist er das? Das ist Kazama. Das wollten sie der Yakuza beitreten und er wollte das aber nicht.今さら善人分だよ。あんたもヤクザなんだろ。Ja, okay, also sprich die Ansprache von Kuse, dass er sie nur als menschliche Schutzschilde benutzt und sie direkt die Waisenkinder alle rekrutiert hier für die Yakuza, ist natürlich offensichtlich Quatsch, weil er wollte ja nicht, dass die beiden da beitreten dem Verein. Dein Auto, dein Selbstbewusstsein, aber in der Reihenfolge. Das Auto war wichtiger als das Selbstbewusstsein. Ach
Jetzt sag doch auch mal was, Papi. Naja, also wenn dein Traum ist, Mitglied einer kriminellen Organisation zu werden, dann solltest du vielleicht besser nicht träumen, sondern lieber wach bleiben. Die beiden kennen sich einfach schon zu lange. So, dann schauen wir doch mal, was die Kollegen da zu sagen, wenn wir da abhauen wollen. Also abhauen, also raus wollen. Hä, dieser gruselige Typ, warum guckt der so blöd durchs Fenster? Hallo! Oh, wir treffen den Oberboss. Hot. Wow, 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 wow. What? Meinst du das ernst? Hi. Ja. Klar. Hotto. Hi. So, ich geh da mal rein. Aber dann bin ich Freelancer, dann kann ich sozusagen gegen meine bisherigen Chefs ermitteln, ohne dass es auf meinen Ziehvater zurückfällt. Das ist natürlich riskant, aber auch mega smart. Naja, nicht mega, aber so ein bisschen smart. Yo, Bro! Oh, da stehen sie alle aufgereiht. Wie die Zinnsoldaten. Und alle gucken so auf mich runter. Die Lieutenants sind gar nicht da, ne? Ist nur der Chef da. Also ich nehme an, der Typ hier... Oder ist das Kuse? Nee. Die sehen ja auch... Also ich wollte es jetzt nicht sagen, es hat bis Folge was? 5 gedauert. Die sehen ja auch alle ein bisschen gleich aus. Mit ihren gegelten Frisuren und den... Ach, das ist Kuse, na, siehst du, muss ich's doch. Mit den aufgegeilten Anzügen, die sie alle anhaben, mit den fettoffenen Hemden. Um die Zeit? läuft seine Lieblingsshow im Fernsehen, da kannst du leider nicht rein. Ah, Mist. So läuft das nicht in der Yakuza. Spinnst du? Der will mich nicht zum Chef lassen. Was ist denn das jetzt für eine Aktion? Freundchen. Lass mich jetzt schön durch, sonst vermöbel ich dich. Der war mit seinem einen dummen Schlag in den Bauch. Also als ob das mich abhält. Ich verprügel dich gleich. Wenn du mich noch einmal schlägst, dann schlage ich zurück. Hab ich doch gesagt, das ist wie im Fitnesscenter. Ich
Mann, der lässt mich nicht zum Boss. Das nervt voll. Lass mich durch. Muss ich die jetzt hier alle verprügeln oder was? Das sollte ja kein großes Problem sein. Oh, krass. Okay. Sie lösen mich zumindest schon mal nicht in Säure auf. Das ist ja ein Schritt nach vorne. Ja, komm du mir nur her, ey. Sobald keiner mehr guckt, bist du dran. Oh, ich bin raus. Dann kann ich ja zurückschlagen. Ihr seid beide sowas von dran. Steht das auch irgendwo geschrieben? Gibt es da eine offizielle Urkunde für nicht mehr in der Yakuza? Das wäre nämlich jetzt ganz praktisch, sonst kann ja keiner nachweisen, dass ich nicht mehr drin bin. Aber es haben alle im Raum gehört, ihr seid alle Zeugen. Hä, wieso? Ich bin noch gar nicht in der Yakuza. Ich kann machen, was ich will. Nee, jetzt bist du doch wieder in der Yakuza. Immer so, wie es mir gerade passt. Darauf habe ich so gewartet, ey. Du mit deinem geilen, dünnen Schnauzbärtchen. Ich werde dich nicht verschonen, nur weil du so einen schlechten Bartwuchs hast, mein Freund. Da kenne ich kein Mitleid. Oh, große Worte, kleiner Penis. Ist jetzt nur eine Annahme, aber ich werde demnächst nachgucken, Kuse, mein Freund. Ja, das ist cool, guys, don't look at explosions, ne? Gehst aus dem Raum und erwartest, wie so ein James-Bond-Bösewicht, dass das hier was wird, aber das wird gar nichts. Bitch, das ist doch der Name, den ich deiner Mutter gegeben habe. Guck mal, ich habe hier zwei Fäuste mit deinem Namen drauf. Oh, now we're going down. Die komplette Dojima-Family, ich mach sie alle platt. Zack, 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 ausgewichen, zack, 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 ausgewichen. das komplette Mobiliar fliegt durch die Gegend. Au. Oh, ich gleite hier durch den Raum, als wäre ich auf Rollerblades unterwegs. Au, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich darf mich halt nicht zu sehr in die Ecke drängen lassen, weil es sind ja doch ein paar Typen. Den ersten habe ich. Sehr gut. Au. Ja, die schlagen schon auch mal hin und wieder zurück. Aber die ganzen Pimmel, die daneben stehen, können nichts. Darauf können wir uns, denke ich, einigen. Ja, das war wieder einer. Oh, das tat weh. Der ist ganz tief ins Teppichmuster gedrückt worden. Der Teppich hat jetzt ein Kopfmuster noch mit drin. Finish him. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt schon 6 Typen niedergeschlagen oder so. Die Typen, die jetzt noch kommen, die haben echt Mut. Au. Mist. Ist weg. Oh, ich liebe diese Prügeleien. Die haben so schön Wucht. Geil. Hey, du. Ah, einer ist noch da. Nee, hinter mir ist auch noch einer, glaube ich. Habt ihr das gesehen, wie ich schön weggetaucht bin? Oh, da kommen noch mehr. Dummerweise habe ich gerade eine volle Heatleiste und ihr nicht, meine kleinen Spätzchen. Au. Oh, jetzt ist sie nicht mehr voll. Wie bewegen die sich? Relativ wenig, die Typen hier. Ja.
So einen Baseballschläger hätte ich übrigens auch gerne. Ich finde das schade, dass ich so ein bisschen auf waffenlosen Kampf gepolt bin. Ich würde mir aber auch eigentlich lieber wie in irgendwelchen alten Brawlern die Sachen aufheben, die hier rumliegen und damit kämpfen. Aber das darf ich wieder nicht. So. Toll, jetzt komme ich durch die Tür oder was? Kriegst du die Tür nicht zu. Nicht auf. Kann ich die Sachen hier mal irgendwie so ein bisschen... ja, und nu? Das ist jetzt aber... irgendwie... ja. Zu Brei gekloppt, den Scheiß. So, jetzt geht's weiter hier. Hey, ihr! Wo geht's weiter? Hier. Quicktime! Stimmt, da war ja noch einer. Der Mann mit dem geilen Schnauzer. 300.000 Yen in der Tasche, das hat sich richtig gelohnt. Au! Ich habe nicht mehr so viel Lebensenergie, ich muss ein bisschen aufpassen langsam. Also jetzt geht die Heat-Leiste wieder voll ab. Das ist übrigens mein Signature-Move, habe ich gerade entschieden. Leuten ins Gesicht treten, wenn sie am Boden liegen. Kinder, merkt euch das, das ist eine der fairsten Kampfattacken, die man nur machen kann. Mittlerweile habe ich auch knapp 3 Millionen Yen auf der hohen Kante, also ich sag mal, arbeiten muss ich jetzt erstmal die nächsten Stunden nicht mehr. Ich werde mal hier so ein A Little Health Boost. Maximum Level, naja, ich nehme mal den kleinen. Das reicht auch. Guck mal hier, ein Drittel Health. Das ist a little. Oh, guck mal, wer da angehüpft kommt. Ja, manchmal schlage ich so ein bisschen ins Leere. Das tut mir dann leid. Aber solange ich am Ende obsiege, ist es doch eigentlich auch egal. Der Weg dahin ist nicht so wichtig. Hier ist nicht der Weg. Das Alter, der ist fett. Oh, Mann. Der Typ, will's wissen, der schlägt mit Couchen nach mir. Au! Okay, wie hole ich den? Na gut, da muss ich einfach ein paar Mal draufhauen und dann öfter mal ausweichen, ne? Aber ich habe nur die richtige Schlagfolge noch nicht raus. Wieso kann ich denn nicht so schnell ausweichen vor dem? Jetzt geht's. Das war irgendwie ein komischer Gegner. Der lebt ja immer noch. Mist, jetzt hat er mich. Oh, ich hab's nicht richtig geschafft. Au, fuck. Das war ein ganz schön fieser Leberhaken. Da werde ich jetzt der Vorsicht halber dann doch nochmal mein anderes Health-Item nehmen. Das ist mir lieber. Au. Das gibt's doch nicht. Jetzt lasst mich mal schnell hier wieder aufstehen. Warum habe ich eigentlich den anderen Kampfstil jetzt wieder ausgewählt, oder? Nee, habe ich nicht. Alles gut. So. Tschüss, einer weniger. Du mit deinem scheiß Stuhl hier. Komm, du mir mal. Wirf hier mit Stühlen nach mir. Wo sind wir denn hier? Beim Stuhltanz, oder was? Das kannst du gerne in der Grundschule machen, irgendwie. Auf dem Hoffest, aber doch nicht. Wir sind echte Yakuza, also ich nicht. Ich war mal einer. Ich stelle mich jetzt ab jetzt nur noch als Kazuma Kiryu, Ex-Yakuza, vor. Wo geht's weiter? Da. Diesmal erwische ich ihn. Nice. Der hat doch mittlerweile kein Geld mehr in der Tasche. Das kann doch gar nicht sein. Der hat aber auch eher so diesen schnellen Kampfstil, oder? Der weicht ja auch immer relativ viel so aus. In dein Gesicht, mein Freund. Boah, ich verdiene gerade so viel Kohle. Guck mal an hier, 7 Millionen Yen. Das geht langsam, aber sicher richtig ab. Ah, es liegt wieder ein Tisch im Weg. Glaub es nicht. So, wo geht's weiter? Hier. Und nach links. Wieder schön gedodged. Kommt übers Geländer. Das will er jetzt wieder nicht. Ja, schlag doch deinen Kumpel.
So gefällt mir das. Dass ich mal einen Bonus kriege, wenn ich nicht getroffen werde. Das muss ich öfter schaffen. Das lohnt sich ja richtig. Muss ich hier durch die Tür? Ja. Dammit, blocked from the other side. A window. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Jump. Episch! Boah, geiler Typ. Oh, ja, hat er da. Eben hatte ich noch meine Pöbelio in der Hand. Jetzt muss ich prügeln. Au. Oh, ich dachte, ich schaffe wieder ohne getoucht zu werden, aber das ist bei 5 Typen natürlich schwieriger als bei 2. Wenn der eine nicht mit sich ringen lässt, dann gehe ich halt zum anderen. Die beiden hier hinten, die mischen sich ja gar nicht ein, ne? Das ist ja richtig feige Säue. Die mischen sich immer erst dann ein, wenn die anderen alle weg sind. Ganz schön dämlich. Es wäre viel einfacher und viel sinnvoller, mich zu viert gleichzeitig anzugreifen. Oder zu fünft, als hier irgendwie zu warten ewig. Ja, und komm. Werde ich doch nicht. Weiß doch genau, dass das nichts wird. Sag mal, der lebt immer noch? Mit dem Messer. Au. Das hat Schweine wehgetan, glaube ich. Also, das sah zumindest so aus. Kann man den hier wenigstens ordentlich in der Toilette versenken, den Typen? Und dem mal schön gurgeln lassen? Nicht wieder aufstehen. Glaub's ja hier. Au! Ja, wenn mich aufpasst mit dem Messer, macht er ganz schön Schaden. Au! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ein Messer mit den Händen zu kontern. Irgendwie so viel mehr geile Moves habe ich aber noch nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt wird's echt knapp. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Weg, 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 weg. Oh, endlich. Bald hat er's, bald hat er's. Ja, genau das habe ich erwartet. Schön. Lass ihn schön gurgeln. Bisschen Mundspülung nennt man sowas. Komm, raus aus dem Fenster. Dropkick! Ey, dieses Spiel, es ist so wundervoll. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich find's einfach mega geil. Diese Inszenierung, das ist so japanisch. Ich find das so super. Ja, mein Gott, Leute, das ist jetzt halt mal eine lange Folge. Aber ist ja hier schließlich auch so ein bisschen großes Finale, erstes Kapitel oder so. Hier mal, das brauche ich jetzt. Okay. Na, wenigstens bin ich wieder halb voll. Wo geht's weiter? Geradeaus. Darf ich jetzt endlich Kuse verprügeln? Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Immer wenn er mir eine mitgegeben hat, habe ich gedacht, irgendwann, mein Freund, irgendwann komme ich zurück. Dann kriegst du voll aufs Maul. Huff, huff, sagt Kiryu. Zu Recht. Haha, da hat sich schon nackig gemacht. Weil er nackig besser kämpfen kann. Alles wird besser und epischer, wenn man sich das Hemd auszieht. Wusstet ihr das schon? Es fühlt sich auch gleich viel epischer an, wenn man auf dem Klo sitzt und sich dann so das T-Shirt oder das Hemd auszieht. Da hat man sofort das Gefühl so, oh, ich kämpfe hier gerade richtig. Ungefähr das hat Kuse bis vor einer Minute gemacht. Ja, wer ist der Typ, dem das leere Grundstück gehört? Das ist die entscheidende Frage. Ja, komm. Können wir jetzt endlich kämpfen? Also, du kannst mir auch erst die Frage beantworten, aber ich habe das Gefühl, das will er gar nicht. Mit seinen krassen Tattoos. Mich ärgert ein bisschen, dass ich nur halbvolle Lebensenergie habe. Können wir jetzt anfangen? Ja, ich habe wenigstens Stil. Ich kämpfe im Anzug und du da nackig. Das ist peinlich.
peinlich. Das große Finale! Ich schreie ab jetzt auch die ganze Zeit so rum. Wie die ganzen Japaner hier. Im Deutschen ist das irgendwie nicht so angesehen, dass man so rumbrüllt. Weil er voll den Dragon Punch hier ist, ja Street Fighter-mäßig. Hadouken! Shoryuken! Da ist meine erste Leiste voll. Komm, ich muss die zweite voll kriegen. Ja, dann kann ich nämlich auch mal Special Moves machen. Oh, fuck. Da war ich jetzt unvorsichtig. Da war ich leider unvorsichtig. Das war schlecht. Der Typ hat zu viel Lebensenergie. Das ist doof. Sehr gut. Der muss weg. Yes. Das war nicht schlecht. Und ins Gesicht. Das bringt aber nicht so viel tatsächlich. Da bringen andere Attacken mehr. Zum Beispiel dritte. Come at me, bro. Ja, schönes Ding. Ja, ja, ja. Oh, das ist jetzt aber echt... Au! Echt ein bisschen krass. Der Typ ist echt stark. Vor allem hat er echt viel Lebensenergie. Ja, Kuse ist doch ein würdiger Gegner. Kleines Quicktime-Event zum Mitnehmen. Quicktime-Go. Ah, ist die erste Lebensleiste weg. Schnell kann's gehen. Ah, fuck. Komm, 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 komm. Nein! Oh, das ist nicht gut. Sorry, dass ich jetzt gerade nicht so richtig viel kommentiere, aber das ist... erfordert meine vollste Konzentration, vor allem wenn man nicht mehr so richtig viel Leben hat. Komm, komm, komm. Ja, vor allem hat er sich jetzt noch neue Angriffsarten irgendwie drauf geschafft in der zweiten Runde. Wieso blinkt denn jetzt meine fucking Lebensleiste rot? Ja, schönes Ding. Okay, da waren ein paar schöne Treffer dabei, dann muss man aber auch mal wieder ausweichen. Oh nein, sonst passiert nämlich sowas. Ah, das ist gar nicht gut. Ah, ich arbeite viel zu wenig mit dem Ausgeweiche hier, aber das kostet ja eben auch super Special Energie, die ich nicht habe. Oh Mann! Fuck, der hat echt... Der... Ich hab echt nichts mehr, wollte ich sagen. Nein! Und er hat mich. Fuck! Es ist aber auch mies, dass er zwei Lebensleisten hat und ich hab eine halbe. Oh, fuck, ey. Jetzt ist aber meine Hand auch kaputt. Kriege ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Energie? Nee? Doch, ich bin wieder voll. Das hat sich gelohnt. Okay, jetzt habe ich zumindest ein bisschen auch schon die Taktik raus. Nicht zu viel wollen. Und hin und wieder mal auf den Kopf latschen. Ah, das war nicht schlecht, Kuse. Das war nicht schlecht. Da ist er mir gut ausgewichen. Da das wissen wollen, wie das hier geht. Ja, nochmal ins Gesicht. Genau, dann machen wir das. Und schön auf die Leute einschlagen, wenn sie am Boden sind. Merkt euch das, das ist immer die richtige Taktik. Im Zweifelsfall funktioniert das besser als Fairkämpfen. Puh, so. Gleich müsste ja dann die kleine Sequenz kommen. Ja, hab ich. Was kam dann? Nochmal A. Das ist jedes Mal was anderes. Eben war ja dann X, glaube ich, oder Y.
Das muss ich mir merken, ne? Immer schön auf am Boden liegen. Weil da kann er sich nicht wehren. So. Ist zu schade, dass man ihm nur einmal auf den Kopf treten darf, wenn er am Boden liegt. Ich lasse den gar nicht mehr aufstehen. Aua, aua, nein, nein, au. Ja, aber ich bin jetzt schon viel, viel sicherer hier drin als beim ersten Versuch. Kannst mir hier nicht einfach irgendwie komisch ausweichen, mein Freundchen. Ja? Ich finde aber diesen Dojo-Style hier eigentlich auch ganz geil als Kulisse. Das ist immer ein bisschen epischer noch als andere Sachen. Weißt du, ein ganzer Raum, nichts drin, ganz schlicht. Nur zwei Männer oder zwei Personen, müssen ja nicht unbedingt Männer sein, sind ja nur häufig Männer in den Medien, also sprich in den Filmen und Serien, Spielen. Es dürften natürlich auch gerne eine Frau und Mann sein oder zwei Frauen oder zwei Transgender oder wir gehen mal nicht ins Detail. Ich habe immer noch nicht genug Special-Energie, um den nochmal schön auszulocken. Ah, jetzt kriegt er mich langsam. Also die zweite Runde ist echt ein bisschen krasser. Ich weiche irgendwie lieber aus, als zu parieren, weil irgendwie fühle ich mich sicherer beim Ausweichen. Ja, fuck. Komm, diesmal muss es aber klappen. Es gibt mir das Spiel schon die zweite Chance mit mehr Lebensenergie. Also eigentlich nur mit fairer Lebensenergie in den Kampf zu starten. Das hast du so gedacht. Dass du mich wieder so kriegst mit noch so einem Nachsatz. Oh fuck, den kannte ich noch nicht. Den kannte ich noch nicht, wenn er mir die Füße wegzieht. Das ist neu. Au! Oh, jetzt wird's wieder echt knapp. Oh, fuck. Jetzt tritt er mich nochmal. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ja! Oh, Gott. Das klang jetzt gerade vielleicht ein bisschen zu sehr nach Orgasmus, aber wenn man 10 Minuten gegen so einen Typen kämpft, dann fühlt sich das gut an, wenn man am Ende siegt. Vor allem tun meine Hände jetzt auch ein bisschen weh. Also vor allem die Knopffinger, der Daumen an der rechten Hand. Ah, da kommen die anderen. Muss ich gegen die jetzt auch noch kämpfen, oder was? Helft mir bitte! Ernsthaft jetzt? Nein, komm, die kämpfen doch jetzt nicht auch noch gegen mich. Jetzt kommt der Chef. So muss das sein. Der sieht echt cool aus. Der Schnurrbart ist mal echt gewaltig. Da ist er. Der Pate. Ein krasser Typ. Also, nehme ich mal an. Da sieht man es mal wieder, ne? Führungspersönlichkeiten müssen halt auch einfach gut prügeln können. Das wird verlangt, ab einem gewissen Punkt in deiner Karriere. Sag doch einfach noch den zweiten Satz hinterher. Ich war es nicht. Ach, sei du mal ruhig, die Erwachsenen reden gerade. Kiryu,
Stimmt. Doch, klar. Ich hab's doch gehört. Ich bin nicht mehr in der Familie. Ich bin kein Yakuza. Und ihr wart doch gar nicht im Raum. super. これ以上無様さらす気か。Was kommt jetzt? Wieder irgend so eine seltsame. Oh. Soll er jetzt echt Seppuku begehen? Wegen was? Weil er ein bisschen Mist gebaut hat? Krass. Oder soll er sich nur irgendwie einen Finger abschneiden? Das fände ich jetzt ehrlich gesagt logischer. Das hast du dir so nicht vorgestellt, dass der Abend so läuft, oder? Oh, es geht tatsächlich um den kleinen Finger. Was grunzt denn du jetzt so? Alle erwarten von dir, dass du das jetzt machst. Das ist jetzt nicht so, als würdest du damit irgendwem was beweisen. Wenn du es nicht machst, dann beweist du allen, dass du voll die Pussy bist. Oh Gott, Leute. Das muss doch nicht sein. Schneidet man da eigentlich nur so vorne ein Gelenk ab oder dann so richtig unten an der Hand? Also, ich meine, der Finger hat ja zwei Gelenke und dann noch eins, was an der Hand sitzt. Welches, an welchem schneidet man denn? Oder schneidet man durch den Knochen? Das ist ja auch scheiße, so mitten durch den Knochen irgendwie. Was denn? Ich stelle mir diese Frage halt. Ich finde das interessant. Ich wüsste jetzt nicht, wie genau ich mir einen kleinen Finger abschneide. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich, wenn mir einer sagt, schneid den kleinen Finger ab, dann würde ich das beim zweiten Gelenk abschneiden. Also bei dem großen sozusagen, nicht vorne beim Nagel. Ja, ich bin raus, ciao! Okay. Ja, wir wollen natürlich beweisen, dass wir alle unschuldig sind. Ich habe doch gar nichts gemacht, nur einen Typen verprügelt. Ich hab Hunger. Okay. Das Gespräch scheint beendet. Jetzt lass mich endlich essen gehen! Ich hab 7 Millionen Yen dabei. Würde das reichen? Ich muss den wahren Mörder fangen. Ja, ich habe Mist gebaut, deswegen möchte ich es wieder gerade biegen. Ist doch logisch, oder? Ja, wir drehen uns im Kreis. Ist doch mittlerweile alles schon sorted. Wir wissen doch, worum es geht.
Nein, jetzt muss ich mich auch noch mit dem Chef anlegen, weil er nicht auf meiner Seite ist. Scheiße. Ich verprügle einfach Leute, aus denen kommen Millionen Yen raus. Das ist voll der gute Job. Also eigentlich mache ich das gleiche wie bisher. Einfach trotzdem den Mörder finden. Also ich finde, mich hält jetzt nichts davon ab. Also ich würde das jetzt trotzdem einfach versuchen. Mich einfach mit allen prügeln, die was dagegen machen wollen. Hier scheint ja kaum jemand eine Pistole zu haben. Ganzen Weicheier-Pussys mit ihren schwächlichen Fäustchen. Mein Gott, eine einstundenlange Folge wird das. Aber ihr habt's euch verdient, Leute. Ihr habt's euch einfach wirklich verdient. Wer bis hierhin durchgehalten hat, immerhin, was, 5-6 Folgen, der kann auch mal eine Stunde Yakuza gucken. Das Schöne bei YouTube ist, man kann ja auch einfach Pause drücken und am nächsten Tag weiterschauen. Das heißt, ihr könnt euch komplett selbst einteilen, wie viel ihr schauen wollt. Okay. Kommt jetzt Deus Ex Machina, die Lösung all meiner Probleme? Mysterious Man, sein Name ist Tachibana, das heißt, ab jetzt ist er nicht mehr Mysterious Man. Ah, sehr gut. Solche Details mag ich. Wer ist der Typ? Er scheint Bescheid zu wissen über alles. Ja, gerne. Ich habe ja gerade auch nichts Besseres vor, ehrlich gesagt. Der sieht irgendwie so ein bisschen wie ein J-Pop-Sternchen aus. Nicht wie ein harter, krasser Krieger. Ist er ja wahrscheinlich auch nicht. Okay, wow, man kriegt nochmal eine Million, wenn man das Kapitel abschließt. Toll. Also ist nicht so, als hätte ich nicht 8 Millionen auf dem Konto gehabt. Worth 5 mal 1,9 Millionen Anteile an der Telephone Company Stock. Okay, warum ist das wichtig? Jetzt mal ernsthaft, warum ist es wichtig, dass es einen gewissen Wert an Anteilen an einer Telephone Company hat? Climax Battles Item opened. Dann speichere ich jetzt mal den Speicherplatz. Save complete. Okay. Werde ich jetzt... krass. Das ist ja ein geiles Büro, oder was das ist. Werde ich jetzt hier Immobilienhändler, oder? Das ist ja super. 80er Jahre Immobilienhändler, besser wird's ja gar nicht. Also in 80ern, da schoss ja die Immobilienbranche gerade so richtig in den Himmel. Gerade in Japan. Da gab's ja so den ersten Mega-Boom so ein bisschen. Dann in den 90er Jahren gab es ja die große asiatische Wirtschafts- und Finanzkrise, da ist das alles wieder abgestürzt, aber in den 80ern ging es richtig bergauf. Ach so, hat man also ein Schwarz-Weiß-Tattoo sozusagen und das wird dann, umso geiler man wird bei den Yakuza, wird dann immer weiter farbig und aufgefüllt. So ein bisschen wie ein Ausmalrücken. Kein Malbuch, sondern Malrücken. Cool. Shokuji. Oh, ich habe auch noch nichts gegessen. Ist jetzt schon 7:30 abends und ich habe seit Mittag auch nichts mehr gehabt. Krieg auch langsam Hunger. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Mann ist schwul und will mich hier irgendwie zu Dingen treiben. Ich weiß es nicht. Er wirkt so ein bisschen sehr vertraut, vertraulich, zutraulich, sagt man da, glaube ich, auch. Ja, vor allen Dingen, wo sind meine Sachen? Okay, danke schön. Er macht die Sachen sauber. Heute ist Waschtag. Ich werde jetzt echt zum Immobilienhai hier, das wird super. Was willst du von mir? Oh.
Ja, komm. Eine Portion krieg ich runter. Darf ich mich jetzt setzen, liebes Spiel? Irgendwas ist mit seiner Hand. Warum trägt er drinnen einen Handschuh? Ist ja wie Luke Skywalker, hat er nur eine Hand und das ist ein Roboterarm, den Sony ihm gebaut hat? Achso, tatsächlich. Prothese. Okay, er hat Phantomschmerzen in der Hand, die schon längst weg ist. Ich hab doch gar nicht gefragt nach deiner scheiß Hand. Ich erzähl trotzdem jedem davon. Pseudentium? Okay, verschiedene Blumen, die zusammen eine große Blume formen. Naja, geht's natürlich um das Grundstück, oder? Viele kleine Häuser. Oder es geht jetzt um die Sonnenblume. Was hat er mit meinem Waisenhaus zu tun, der Typ? Okay, da sind noch zwei Frauen, sind auch im Waisenhaus mit uns aufgewachsen, Sawamura und Yumi. Ja, wir sind dann der Yakuza beigetreten, schon klar. Ich kenne meine eigene Lebensgeschichte, danke. Ist das jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung, wenn man das erste Kapitel schon wieder vergessen hat? Wenn es wie eine Fernsehserie genossen wurde, sozusagen? Also, wir etablieren mal, er weiß alles über uns. Okay, er möchte auch das leere Grundstück. Er möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Und er hat natürlich vollkommen recht, wenn die Lieutenants in der Familie das Grundstück bekommen, dann ist mein lieber Adoptivvater quasi auf jeden Fall raus aus dem Clan. Und er hier hält sich für mächtig genug, ihn zu beschützen. Mhm. Ich weiß zwar nicht so genau, warum er auf meiner Seite ist, aber er scheint mir wirklich ein sehr gutes Angebot zu machen. Für ihn arbeiten, da den echten Mörder finden, super viel Geld verdienen, das ist eigentlich alles perfekt. Ich hätte jetzt aber gern meine Klamotten wieder. Wollte gerade sagen, also das Angebot ist irgendwie zu gut. Der gehört doch bestimmt zu einer feindlichen Mafia-Gang oder so. Das ist doch nicht koscher hier. Naja gut, so eine Business-Card kann man mal mitnehmen. Okay, das ist... die Ereignisse überschlagen sich. Ich würde jetzt gerne mal eine Pause machen, liebes Spiel. Denn es reicht langsam. Wir müssen jetzt mal mit Nishiki reden, also mit unserem Adoptivbruder, um zu gucken, um ihm zu sagen, dass wir noch leben. Und bis es soweit ist, würde ich aber mal speichern. Denn ich habe viel erlebt und ihr hattet die längste Folge des bisherigen Let's Plays. Mal gucken, ob wir das nochmal übertreffen, denn wie ihr seht, man kann manchmal einfach nicht raus. Ja, da geht die Sequenz teilweise auch einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde, gibt keine Möglichkeit zu speichern. So ist das bei dem Spiel, das heißt, es werden auch noch weitere Folgen kommen, die länger als 20 Minuten sind. Müssen wir alle mit leben, aber es ist ein schönes Spiel und wir erleben ja auch viel. Das heißt, vielleicht stört euch das ja auch gar nicht. Wie gesagt, man kann ja auch mal Pause drücken. Wenn euch das hier alles gefällt, dürft ihr mir das gerne in einen nett formulierten Kommentar schreiben. Oder ihr schreibt einfach nur geil. Könnt ihr auch machen. Ist in Ordnung für mich. Liken dürft ihr auch. Und wenn ihr das alle nicht wollt, dann schneide ich euch den kleinen Finger ab. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Das müsst ihr ja schon selber machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.